Willkommen zurück in Flieger Kryptorentner zum heutigen Video. Heute gibt es ein kleines Update zu Crypto.com und eine Änderung. Viel Spaß beim Schauen. Gefühlt interessiert euch kein anderes Thema mehr als Crypto.com. Dementsprechend sprechen wir heute über Crypto.com und deren hauseigenen Coin Kronos. Und im zweiten Teil, wie schon erwähnt, gibt es dann auch mal kurz die Änderung, welche nächstes Jahr in Kraft treten wird. Änderungen sind nicht immer schlecht, leider bei Crypto.com meistens schon, aber dazu natürlich gleich mehr. Wir schauen einmal rüber zu CoinMarketCap und du siehst Kronos aktuell hier auf Rang 30. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann siehst du das Ganze auf und ab. Ist nicht so wichtig, aber wenn wir mal auf den letzten Monat schauen, dann sehen wir hier endlich mal wieder über 12 Cent. Wenn wir mal hier dann zurückschauen bei 5 Cent, haben wir also ordentlich zugelegt. Natürlich, der Hauptgrund ist, der Markt ist aktuell ziemlich bullish. Hauptsächlich hierfür verantwortlich natürlich die Bitcoin-ETFs. Wann sie kommen, ob sie kommen, wie das Ganze sich dann auswirken wird, wird natürlich noch in der Zukunft entschieden. Aber es ist meiner Meinung nach trotzdem sehr interessant, gerade für zum Beispiel Kronos, alle die die Karte halten und schon vor langer Zeit gekauft haben, vielleicht um die 50 Cent, vielleicht sogar um die 60 Cent, für die ist das Ganze natürlich ein starkes Minusgeschäft, dementsprechend schön, wenn wir uns hier langsam aber sicher hocharbeiten. Meine Kronos liegen immer noch unverändert auf der Börse, A, damit sie steuerfrei werden, teilweise sind sie es natürlich auch schon und B, habe ich sie erst im Earn drin gehabt, Earn ist jetzt ausgelaufen, geht natürlich nicht mehr, der Supercharger lohnt sich leider nicht, dementsprechend liegen sie im Staking bei aktuell 5,75%, was eine schöne Geschichte ist. Angeblich gibt es ja diesen Unbounding-Prozess, der über einen Monat dauert, bis du an deine Kryptowährungen kommst. Dank Leuten aus der Community habe ich jetzt aber die Info bekommen, dass es bei einigen scheinbar diesen Unbounding-Prozess nicht gibt. Woran das Ganze liegt, ob das erst noch eingestellt werden musste, ob es da Fehler gab, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kommt man an seine Münzen, teilweise wenn man Glück hat, sogar ohne Wartezeit. Ich habe hier auch noch mal einen schönen Zinsrechner vorbereitet, wenn wir uns da einfach mal das Ganze genauer anschauen und zum Beispiel hier hingehen und sagen, okay, wir haben 10.000 Kronos Münzen. Es klingt natürlich erst einmal viel, aufgrund dessen, dass man natürlich mit der Karte Cashback bekommt, über das Gestakte auch noch die ganzen Kronos bekommt und, kann das Ganze sich ziemlich schnell ansammeln. Dementsprechend legen wir das Ganze bei den 5,75% an und wir nehmen hier einen täglichen Zinssatz, damit es einfacher zu rechnen ist, weil es wird ja wöchentlich ausgeschüttet und geben dann hier ganz einfach die 7 Tage ein. Somit haben wir einmal die Woche, wenn wir das Ganze jetzt auch nochmal hier auf die Akt 360 Methode, also monatlich abgerechnet, umstellen, dann siehst du, dass wir ungefähr 11,19 Kronos bekommen würden. Lass dich von den Euro nicht irritieren, das Ganze ist hier auf Euro, kann man nicht ändern, aber das müssten dann eben über 11 Kronos sein, die du einmal die Woche bekommst. Bei einem aktuellen Kurs von ungefähr 10 Cent, also ungefähr 1,10 Euro, was definitiv nicht schlecht ist, weil hier natürlich dann auch der Zinseszins dazu kommt. Je länger du das Ganze sparst, desto mehr sammelt sich an und im besten Fall steigt auch noch der Wert und dann hast du noch mehr. Dementsprechend verkaufe ich aktuell meine Kronos definitiv nicht. Wenn wir um die 50 Cent uns bewegen, dann werde ich wahrscheinlich anfangen und langsam verkaufen, aber es wird auch davon abhängig sein, wie die Marktstimmung gerade ist. Sind wir sowieso gerade im Hype und vielleicht auch in einem schönen Bullrun, ist dazu vielleicht auch noch die Bitcoin-Halving-Geschichte in Blickweite, dann werde ich wahrscheinlich halten und hoffen, dass wir 70, 80 oder vielleicht sogar den einen Dollar sehen und dann werde ich aber definitiv den Großteil abstoßen, weil ich die Karte an sich sowieso auch kaum mehr nutze, weil mir das aktuell zu umständlich ist mit dem Hin- und Herschicken dran denken und ich aktuell mich einfach hier ziemlich mit der American Express Platinum austobe. Wenn du hierzu noch ein paar Informationen haben möchtest, auch dazu gibt es Videos, findest du natürlich unten in meinem Kanal, gerne mal vorbeischauen und dann kommen wir auch schon zur Änderung und zwar betrifft die Änderung Einzahlung bzw. in dem Fall die Auszahlung von Euro. Es kam hier wieder mal eine Mail und du siehst, ab dem 29. Januar 2024 wird das Auszahlen von Euro 1 Euro kosten. Es ist fast nicht die Rede wert, was ist schon 1 Euro, wenn du zum Beispiel 1000 Euro zurückschicken möchtest, aber trotzdem für
finde ich das Ganze einfach schade. Der eine Euro wird jetzt niemandem großartig wehtun. Es kommt natürlich auch die Frage, wie oft du irgendwas zurückschickst. Ich finde es aber trotzdem schade, dass bei Crypto.com alles schlechter wird. Wir haben die Prozentanpassungen gesehen. Wir haben die ganzen Staking-Anpassungen gesehen. Wir haben natürlich auch viele Kürzungen allgemein gesehen. Und jetzt allen voran kommt auch nochmal hier die Gebühr. Klar, wie gesagt, der Euro ist jetzt nicht tragisch. Ich persönlich habe noch kein einziges Mal Euro von der Börse weggenommen, aber nichtsdestotrotz sollte man im Hinterkopf haben, ist schade, aber besser 1 Euro als irgendwelche Prozente. Das Transferieren auf die Fiat Wallet bleibt aber weiterhin kostenlos. Das wäre sonst meiner Meinung nach auch frech. Dann könnte man sich das Cashback auch sparen, weil dann müsste ich jedes Mal eine große Summe transferieren, dass es wirklich nur 1 Euro ist und dann eben mit den Prozenten erst einmal wieder den Euro rausholen und so weiter und so fort. Es ist schade, es ist kein Beinbruch. Jetzt weißt du einfach Bescheid, dass die Änderung kommt und ab Januar 29. wirst du dich eben nicht wundern, wenn da 1 Euro berechnet wird. An der Stelle gerne deine Meinung zu dem Staking-Programm, wie ich es mache, in die Kommentare und natürlich auch, was du von Crypto.com bzw. die Einführung der 1 Euro Gebühr hältst. Und wir sehen uns dann selbstverständlich zum nächsten Video zukünftiger Kryptorentner. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer.